Jeder dritte Schüler an weiterführenden Schulen in Deutschland wurde schon einmal gemobbt. Hinter der Tat, die heute von den Polizeioberkommissaren Thomas Tschech und Lukas Becker vereitelt wird, steckt jedoch angeblich Liebe. Ist das nicht normal, oder? Siehst du da drin? Ist da jemand im Netz drin? Ja, deswegen. Das ist irgendwie komisch, oder? Guck mal da. Komm, lass uns mal. Lass Schau uns das mal an, hör mal. Ja, also von Weitem, wir konnten nicht ganz genau feststellen, was da jetzt genau war. Aber wenn wir halt nicht wissen, was los ist und wenn wir ansatzweise nur das Gefühl haben, als wäre was nicht in Ordnung, dann gehen wir natürlich hin, schauen nach, klären auf. Und in dem Fall war das auch richtig so. Was macht ihr denn da? Die hat uns angegriffen. Die hat uns angegriffen, als wir hier trainieren wollen. Das stimmt. Und dann hat sie ihre Tasche auf uns geworfen und dann mussten wir die irgendwie festhalten. Ja. Dann haben wir die in dieses Netz gewickelt, weil wir nicht wollen, dass sie uns noch verletzt oder so. Wer glaubt sie ist gestört. Wer glaubt euch? Guck sie dir doch mal an, Alter. Na, ist klar? Ich bin nicht dein Alter, okay? Ja. Gut. Wenn du da rauskommst, da hast du ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Ja, das euch beide verprügelt vom Ruhe jetzt mal. Wir wollen hier Sport machen. Geht's dir gut? Ja. Haben Sie dir wehgetan? Brauchst du einen Arzt? Alles nein, okay? Alles gut. Bist du verletzt irgendwo? Ja, nein. Ah, jetzt machst du wieder einen auf Mitleid. Ja, hallo. Ich heiße Nancy Schreiber. Ja. So, und wie heißt ihr? Was war denn los? Und du? Marvin. Ich wollte meinen Freund Nick holen. Ja, okay. Abholen vom Sport. Also der hat Fußballtraining hier. Dann kam die, weil das ist mein Ex-Freund Marvin. Einfach angegriffen. Sie hat mich dann attackiert. Warum greift sie einfach euch an? Ja. Ach, das ist der Ex-Freund. Ja, und der ist eifersüchtig, weil ich schon seit 4 Wochen mit dem auseinander bin, seit 2 Wochen mit Nick zusammen bin. Ja, und dann hat er mich hier einfach einge... Sie hat Schluss gemacht? Ja. Der Freund müsste aber hier sein. Ja, der müsste eigentlich hier sein. Der müsste auch jetzt eigentlich fertig sein. Ich weiß nicht, wo der ist. Obwohl es sich um ein vermeintliches Teenager-Problem handelt, nehmen die Beamten die Sorge der 16-Jährigen ernst. Dieser hat mehrfach erfolglos versucht, ihren neuen Freund auf dem Handy zu erreichen und hat nun Angst um ihn. Ja, guten Tag. Zufällig haben Sie... Nancy, was machst du denn hier? Sie kennen sich? Sie kennen sich, ja? Ja, das ist eine Schülerin von mir. Ja, wir sind momentan auf der Suche nach Ihrem Freund. Ist der ähnlich gekleidet wie ihr? Ja, müsste gerade. Ja, haben Sie zufällig jemanden gesehen hier auf dem Geländeumfeld, irgendwie, der so gekleidet ist? Nee, überhaupt nicht. Ich habe überhaupt nichts mitgekriegt hier. Ja. Und was Sie jetzt hier gerade machen, weil ist ja kein Schulgelände, Sportgelände, meinen Sie Sport hier? Nee, ich hab hier Sport gemacht. Ja, ein bisschen trainiert für mich, weil ich bin ja Sportlehrerin auf Ihrer Schule. Ja. Also haben Sie die Jungs dann auch trainieren sehen wahrscheinlich, oder? Haben Sie den Nick vielleicht wirklich nicht gesehen? Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch soweit gar nichts mitbekommen. Ja, da uns die Lehrerin halt keine weiteren Informationen geben konnte und wir keine anderen Zeugen hatten, haben wir uns weiter umgeschaut. Und dann haben wir halt dieses Fahrrad entdeckt, das gehörte dem Nick. Und also wussten wir, dass der noch vor Ort sein muss. So, guck mal. Warte mal, bleib mal stehen, hier ist Blut. Okay. Das sieht nicht gut aus. Nancy, komm mal her. Guck mal bitte. Geh bitte den Weg, den wir auch gegangen sind, ja? Ja, guck mal bitte her. Das ist die Cap von Nick. Guck mal hier, ist Blut. Ganz sicher. Oh, viel Blut, pass auf, nicht reintreten. Ne? Nein, dem ist bestimmt was passiert. Ey, ohne Witz jetzt. Das ist jetzt nicht mehr witzig. Das ist nicht mehr witzig jetzt. Ja, das ist auch nicht mehr witzig. Wir finden das auch nicht witzig. Gehen Sie mal bitte im Bogen. Nach dem Erkennen von dem blutigen Cap von Tom, von meinem Kollegen, haben wir auch im unmittelbaren Nahbereich dann einen blutanhaftenden Pflasterstein entdeckt. Womöglich wurde damit dann die Person verletzt. Wir haben die Cap natürlich und den Pflasterstein gesichert, natürlich um Spuren sichern zu können. Hier, siehst du das hier? Schleifspuren? Ah, okay. Also das sind keine Blutflecken, das sind Schleifspuren. Die Polizeioberkommissare gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Da jeder der Täter sein könnte, setzen die Beamten die beiden Schulkameraden des Mädchens fest. Auch die Aussage der Lehrerin erscheint plötzlich verdächtig. Kommen Sie bitte noch mal zu mir. Habt ihr ihn gefunden? Nein, leider nicht. Aber was wir gefunden haben, ist... jede Menge Blut und eine Cappy. Ach was, Sie haben wirklich niemanden gesehen? Nein, überhaupt nicht. Vom Training irgendwie, vom Gelände jemanden weg? Kommen Sie bitte nochmal mit mir mit. Überhaupt nichts. Nancy, komm noch mal bitte her. Das kann doch nicht wahr sein, Nancy. Bleiben Sie noch mal bitte hier stehen. Sicher, dass das von Nick ist? Ja, ich bin mir 100% sicher, dass das von Nick ist. Versuch ihn bitte noch mal anzurufen, noch mal. Okay. Ja. Und Sie haben gar keinen gesehen? Nein, vom Fußballtraining? Nicht, irgendwen, der hier vom Hof gerollt nichts. Ist? Gar nichts. Ich war auch in der Halle drin, hab da... Wie lange sind Sie denn schon hier? Wie lange haben Sie denn trainiert? 2 Stunden ungefähr. Also überhaupt nicht. Wie gesagt, nichts mitbekommen. Gar nichts. Mein Kollege guckt jetzt noch mal da. Ja. Schauen wir mal. Das ist der Klingelton von Nick. Ist das bei Ihnen das Handy? Ach, nee, ja, das ist von Nick. Den habe ich heute aus der Schule mitgenommen. Das Handy. Das kann nicht sein, weil der hat mir nach der Schule noch geschrieben. Holen Sie mal das Handy raus. Holen Sie mal bitte das Handy.
Ich weiß überhaupt nicht, wie es funktioniert. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist aber das Handy von Ihrem Freund. Das ist das Handy von und warum haben Sie das? Weil ich das aus der Schule mitgenommen habe. Weil er die ganze Zeit. Er hat mir noch nach der Schule geschrieben. Nein, Nancy, das kann nicht sein. Doch, das nein, hat er. Nein. Wir können das ja auch locker nachprüfen. Ich brauche mal hier einen Autoschlüssel, bitte. Dem Ermittler ist klar, dass die Lehrerin versucht, etwas zu verheimlichen. Auch das unkooperative Verhalten der Frau gibt den Beamten Grund zur Annahme, dass sie für das Verschwinden des Schülers verantwortlich ist. Langsam bitte stehen einmal. Bleiben Sie mal bei mir hier stehen. Ah, scheiße. Hey, Sie kommen. Nein. Hallo. Sie bleiben jetzt hier. Hallo. Ans Auto ran. Mann. Voll einer draufgekriegt, ja? Sie bleiben jetzt am Auto stehen. Lass mal die Beine zurück ein Stück. Ganz langsam. Ganz langsam. Ja? Nancy, komm mal her. Ich die andere Hand einmal, ja? Sonst ganz langsam. Erstmal nur hinsetzen, ja? Hier vorne auf die Kante. Okay. Schön sitzen bleiben, ja? Ja, der Junge war angeschlagen. Er hatte halt durch die Verletzung mit dem Stein halt eine schwere Kopfverletzung, eine blutende Kopfverletzung. Kann man schlecht einschätzen, wie heftig die Kopfverletzung ist. Muss man RTW hinzuziehen, um ganz sicher zu sein, dass da nichts Schwerwiegenderes vorliegt. Machen wir immer so in der Regel. Die waren halt erlöst, das Pärchen war erlöst, sich wiederzutreffen. Was ist denn das hier für ein Verhältnis? Was hatten Sie denn alles vor? Alles in Ordnung, ja. Haben Sie sich verliebt in ihn? Wollten Sie einen Spaß haben? Sie haben mir den Stein hinten draufgeschlagen. Meine Güte, und jetzt, wo ich weiß, dass er mit Nancy zusammen ist, das ist... Ist das jetzt Eifersucht, was ich hier gerade merke? Ja, er wollte nichts von mir, gar nichts wollte er. Gucken Sie mich doch mal an, Sie sind bestimmt 20 Jahre älter wie er. Ja. Na, und das hat auch damit nichts zu tun. Ja, was wollten Sie denn jetzt machen? Wollten Sie den ins Auto packen und dann mit ihm nach Spanien fahren, oder was wollten Sie machen? Nein. Ja. Was soll denn das? Was soll das denn bringen? Ich den Scheiß mal an, ey. Was soll die Aktion denn bringen, bitte schön? Hören Sie mal. Das bringt doch gar nichts. Er wollte nicht. Er wollte einfach nicht. Und dann ist es mit durchgegangen. Was soll ich denn machen? Ich hab ja auch eine Freundin. Ich will nichts von Ihnen. Es handelt sich hierbei um eine gefährliche Körperverletzung. Die Verletzung wurde durch einen Stein herbeigeführt. Vermutlich auch durch einen Angriff hinterrücks. Von daher ist der Tatbestand erfüllt. Des Weiteren muss man halt schauen. Die Entführung ist natürlich noch eine wichtige Sache, die da eine Rolle spielt. Da muss der Staatsanwalt hinterher schauen, was er daraus macht. Da kann die Dame sich auf einiges gefasst machen, denn schließlich waren das ihre Schutzbefohlenen und das geht überhaupt nicht. So, dann kommen Sie mal, Sie begleiten uns heute mal, ja? Die Lehrerin wurde aus dem Lehramt entfernt. Zudem muss sie sich wegen diverser Vergehen vor Gericht verantworten. Ihr Opfer hat sich von dem Schlag gegen den Kopf schnell erholt. Auch der Ex-Freund des Mädchens und sein Kumpel haben sich mittlerweile für ihre Tat entschuldigt.